Hand aufs Herz, liebe weibliche Zuschauerinnen, habt ihr schon mal Eis in der Öffentlichkeit gegessen? Womöglich noch geschlutzt? Das geht gar nicht. Warum? Weil das für unsere Neubürger eine Zumutung ist, weil die das in Probleme stützt mit ihrer Männlichkeit. Das war jetzt in der Süddeutschen Zeitung zu lesen. Gleich mehr. Ja, ich hielt es immer für eine unschuldige Zeitbeschäftigung, wenn man ein Eis isst, auch bei Frauen. Und ganz ehrlich, mir kamen da auch nie sündige Gedanken. Fällt mir auch jetzt schwer, da irgendetwas Sündiges zu finden. Aber nicht so einem Autor, der eine Kolumne in der Süddeutschen Zeitung betreibt. Es Syrer kam 2015 hierher und schreibt so gut Deutsch, dass ich mich frage, entweder ist ein Genie schon von Einstein schon mal Ausmaß, so schnell die Sprache zu lernen, oder ihm wird da geholfen, das wird übersetzt, erfahren wir leider nicht. Und er erzählt, wie er an einem heißen Tag in München war mit seinem Freund. Der Freund dann sah, wie Frauen Eis schlutzten und der Freund rot wurde, weil er das also ihn in seinem Schamgefühl sozusagen berührt. Und dann referiert der Mann lange, dass das in Syrien eben unüblich wäre, weil das hat ja was Phallisches und überhaupt in der Öffentlichkeit. Und also, dass Frauen in der Öffentlichkeit Eis essen. Er formuliert das nicht konkret als Forderung, aber aus dem Kontext ist sehr klar, er will das nicht und das gehört sich nicht. Und da muss ich mich jetzt wirklich echauffieren, weil ich sage, also wenn ihm das nicht gefällt, dass hier Frauen Eis essen in der Öffentlichkeit, dann möge er doch bitte in eine Gesellschaft gehen, wo das nicht so ist. Und jetzt das Witzige, ein anderer Syrer, den Namen kann ich mir wieder nicht merken, auf Twitter sehr erfolgreich, der hat sich völlig echauffiert, hat ein Bild, ein Video gepostet, wie in Damaskus die Frauen leicht bekleidet im Nachtclub sind und er sagt, es gibt in Syrien so viele säkuläre Syrer, für die das völlig normal ist, sagt er, das ist also um Gottes Willen und das Problem ist nicht Syrer oder nicht Syrer, Moslem oder nicht Moslem, sondern das Problem ist, dass das eben Leute sind, die eine solche altertümliche Kultur haben und die offenbar schon zu Hause in Syrien ein massives Problem hatten mit ihrer Männlichkeit, mit ihrer Sexualität, die das nicht in den Griff bekommen haben und die das jetzt zu uns hierher übertragen. Hat mich sehr stark interessiert, deckt sich auch völlig mit meiner Einschätzung. Ich war ja in Afghanistan schon, ich war, wo ich überall nicht war. Und naja, Afghanistan ist ein Sonderfall, da habe ich keine Zivilgesellschaft richtig kennengelernt. Die ist wahrscheinlich sehr klein dort. Ich war auch nicht in Kabul, aber auch in den anderen Ländern. Natürlich gibt es da sehr viele Leute, die westlich denken oder die jeder Radikalität fern sind. Aber es gibt eben auch die anderen. Und das Problem ist, dass diese anderen dann bei uns dieses Bild erschaffen. Und ich sage das ja immer, wir haben ganz viele tolle Migranten und vor denen ich den Hut nehme. Auch Syrer, Leute, die sagen, sie arbeiten hier und sie machen das, obwohl es der Staat ihnen schwer macht, obwohl er es ihnen verbietet, obwohl er so viel Anreize bietet, dass sie lieber auf Hartz IV gehen, statt zu arbeiten. Aber dennoch gibt es diese guten Beispiele. Und das sind aber gerade diejenigen, die sich am meisten ärgern darüber, wie wir in Deutschland mit Migration umgehen, wie wir die Problematik nicht bezeichnen und wie wir die Leute geradezu dazu verführen, auf der einen Seite in die Sozialsysteme zu gehen und auf der anderen Seite dann mit einer Kuscheljustiz das Signal schicken, dass es gar nicht so schlimm ist, dass man auch mit einer Bewährungsstrafe davon kommt, wenn man mal ein Kind schändet. Und das ist das eigentliche Problem. Und darum muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auf die Justiz, auf die Behörden, auf die Politik und auf die Medien eigentlich sehr viel saurer als auf alles andere, weil da sitzen in vielem die Verantwortlichen. Und das mit dem Eis halte ich für wirklich unglaublich, weil es gibt ein altes russisches Sprichwort, man geht nicht mit seinen eigenen Klosterregeln in ein fremdes Kloster und wenn einem das nicht passt, dann kann man gehen. Der gleiche Autor hat sich auch echauffiert in der Süddeutschen in einem anderen Artikel, dass wir lauter christliche Feiertage haben, darüber müsste man abstimmen. Ja, wir haben nun mal eine christliche Kultur und man mag ja kritisieren, was man will, aber sehr viel von dem, was wir an Früchten unserer Kultur haben, hat eben auch mit dieser christlichen Kultur zu tun, das jetzt der Arbeit Ethos ist oder was auch immer, aber auf der anderen Seite dann alles von Apple haben und andererseits diese Kultur so zu schimpfen, ich halte es für schizophren, wenn sie einem nicht gefällt, kann man sehr
gerne gehen. Niemand wird da gehalten. Und heute habe ich noch einen schönen Witz zum Abschluss. Der kommt im Backstage, passend zum Thema. Die Russen haben für alles einen guten Witz. Ich nicht immer, weil ich viele vergesse, aber oft dann doch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like da lassen, Glocke drücken, Kommentar für die Algorithmen wäre prima. Teilen, ganz wichtig, wer es kann, bin ich sehr, sehr dankbar. Und unterstützen ist natürlich auch sehr willkommen. Alles Gute, schaut wieder rein und schaut auch mal auf den Job der Unterstützer. Wir haben hier immer meine Lieblingssprüche aufgedruckt. Auf dem T-Shirt gibt es die zum Beispiel. Und hier ein wunderschöner, nur tote Fische schwimmen gegen den Strom. Das war's, bleibt noch für ein Witz da. Alles Gute, danke, ciao. Gerade habe ich bemerkt, dass mir das Mikro runtergerutscht ist. Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem gehört. Mir hat ein Leser geschrieben, der sich auskennt. Er sagte, dieses Mikro, das ist ein Rode Mikro, das ich geschenkt bekommen habe. Der sagte, das sei gar nicht so gut. Er hat mir dann empfohlen, doch wieder den Wuschi zu nehmen. Aber ich habe es mal mit dem Wuschi gemacht. Das ist noch schlechter. Also im Moment machen wir es mit dem Rode Mikro. Tipps immer willkommen. Und jetzt der Witz, ein wunderschöner Witz zum Thema Eis essen, Frauen und Öffentlichkeit. Ivan und Igor aus der Oberstufe gehen spazieren. Sagt, dann schau mal da die zwei Frauen, die Eis essen. Siehst du die? Sagt, ja klar, sehe ich sie. Jetzt sag mir, die eine schlutzt die Eis, die andere beißt dran. Welche ist verheiratet? Der Igor wird fast rot und sagt, na ja, also wahrscheinlich die, die schlutzt. Dann sagt der Ivan, nein, die den Ehering am Finger hat. Also ich finde den Witz so köstlich, weil er zum einen offenbart, wie gerne man also sozusagen etwas Verdorbenes annimmt und wie aufmerksam man beobachten muss. Das würde ich auch diesem Autor der Süddeutschen raten, der das schlimm findet oder anrüchig, wenn Frauen Eis essen. Ja, ich bin gespannt, wohin wir uns da entwickeln in Deutschland, was in 20 Jahren Frauen bei uns alles noch machen können und was nicht. Das wird sehr spannend, wird sicher auch ein großer Kontrast zu osteuropäischen Staaten, die sich da in ihren Gesellschaften nichts sagen lassen. Von daher vielleicht Osteuropa eine gute Alternative. Alles Gute, danke, ciao. Freiheit in der Krise. Ein Bildband mit 48 kritischen Stimmen. 352 Seiten voller großformatiger Porträts von Menschen, die in dieser Zeit eine kritische Position vertreten. In sehr persönlichen Statements melden sich neben Medizinern und Wissenschaftlern auch Juristen, Journalisten und viele weitere Fachleute zu Wort. Hinzu kommen zahlreiche Bilder, die mit dem Blick hinter den Kulissen das Geschehen bei Dreharbeiten, Meetings und Demonstrationen dokumentieren. Mit einem Vorwort von Dr. Wolfgang Boda. Bestellen Sie jetzt und freuen Sie sich auf 2,5 Kilo Zeitgeschichte.